Digitale Suchfunktionen sind heute allgegenwärtig. Mit Suchfunktionen seid ihr oft schneller bei der gewünschten Information, als wenn ihr wisst, wo sie ist und euch erst bis dorthin durchklicken musst. Diese Grundprinzipien helfen euch, das digitale Suchen besser zu verstehen. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Heute schauen wir uns am Beispiel der Suche mit einer Internetsuchmaschine die Grundprinzipien digitalen Suchens an. Dabei schauen wir uns zuerst an, wie funktioniert eigentlich so eine Suchmaschine, wie ist der Ablauf des digitalen Suchens und am Schluss gehe ich noch auf die Übertragung auf Dateiablage und Outlook ein. Zunächst also zur Frage, wie funktioniert so eine Internetsuchmaschine? Und da müsst ihr euch vorstellen, ihr habt sozusagen einen Datenbestand, das wäre in dem Fall das World Wide Web, und in dem sucht die Internetsuchmaschine. Aber sie tut das nicht in dem Moment, in dem ihr eure Suche eingebt, sondern sie sucht im Prinzip schon vorher mit einem sogenannten Webcrawler. Man kann das mit einem Sammler übersetzen, manchmal findet ihr auch den Begriff Spider. Und dieser Crawler, der sammelt im Internet Informationen und schreibt die in den Speicher der Suchmaschine. Auch darin sucht er erstmal nichts, sondern was macht jetzt die Suchmaschine daraus? Aus all den gesammelten Informationen wird ein sogenannter Index erstellt. Das ist die Funktionalität Indexer oder auf Deutsch Indizierer. Und ihr könnt euch das so vorstellen, er macht im Prinzip eine Wortliste wie in einem Schlagwortverzeichnis in einem Buch alphabetisch und dort steht dann zum Beispiel, wenn ich jetzt nach dem Namen Arno oder Arno Burger suchen würde, da steht dann Arno steht auf der Seite sowieso sowieso und es kommt dort einmal vor. Und das heißt, wenn ihr jetzt eingebt, dann gebt ihr die Suche in eine Suchfunktion, in den sogenannten Searcher ein. Das heißt also, ihr gebt dort ein in den Searcher, der geht zum Indexer, sagt, okay, wo sind die Daten und zeigt euch die dann an. Also wichtig ist, die Suchmaschine sucht nicht in dem Moment, in dem ihr die Suche eingebt, tatsächlich hier im Datenbestand World Wide Web. Und das ist auch der Grund, warum es so schnell geht. Das führt aber unter Umständen auch dazu, dass ihr mal einen Treffer in der Suchmaschine angezeigt bekommt, der dann im World Wide Web schon gar nicht mehr existiert oder vielleicht dort aktualisiert ist und einen anderen Inhalt hat als das, was euch die Suchmaschine noch anzeigt. Wenn wir jetzt also suchen mit einer Internetsuchmaschine, dann wählen wir das Suchwerkzeug aus, also sagen wir mal Google oder Bing oder Ecosia oder MetaGer oder was auch immer ihr für eine Suchmaschine verwendet. Und dort geben wir die Suchanfrage ein, das ist der sogenannte Suchstring, das zeige ich euch nachher gleich, beziehungsweise ihr kennt das ja auch schon, aber da möchte ich auf ein paar Feinheiten eingehen. Und dann bekommt ihr eine Trefferliste, in der könnt ihr jetzt verfeinern und damit nochmal genauer auswählen, nach Datum, nach Zeit, vielleicht nach Sprache, nach ähnlichen Dingen. Und die Treffer in der Vorauswahl bewerten und dann macht ihr die auf und wenn ihr sie geöffnet habt, dann könnt ihr dort nochmal durch Steuerung F zum Beispiel weitersuchen in diesem Treffer. Wenn ich das jetzt mal in Google mir anschaue, dann ist das Grundprinzip immer, ihr habt eine sogenannte einfache Suche zunächst, also ein Feld, in das gebt ihr einen Begriff ein. Sagen wir mal, ich suche nach mir, nach meinem Namen, solltet ihr übrigens für euch auch mal machen. Ich gebe mal ein Arno Burger und drücke die Enter-Taste. Dann seht ihr, es dauert 0,43 Sekunden bis 6,45 Millionen Treffer da sind. Und da seht ihr schon, das würde nicht funktionieren, wenn Google jetzt in dem Moment im Internet suchen würde, sondern Google sucht in einer eigenen Datenbank, in einem sogenannten Index und findet dort also diese Treffer. Und dieses Prinzip, dass ich hier Begriffe eingebe, das haben wir in Bing genauso. Ihr seht, einfache Suche, gebe ein, drücke die Enter-Taste, habe einen Treffer. In Ecosia habe ich genau dasselbe, wieder so ein einfaches Suchfeld. Dort gebe ich die Suche ein, drücke die Enter-Taste und ich habe unter Umständen jetzt hier, wenn man da dann durchschaut, sehr ähnliche Treffer am Anfang. Es kann aber auch sein, dass hier unterschiedliche Dinge sind in den verschiedenen Suchmaschinen. Das hängt davon ab, wie viel ich vorher schon gesucht habe, was die Suchmaschine über mich schon weiß und ähnliches. Und dieses Grundprinzip habt ihr zum Beispiel auch bei Meta-Suchmaschinen wie MetaGer.
eine Meta-Suchmaschine sucht in anderen Suchmaschinen. Also die hat keinen eigenen Suchindex, sondern die befragt andere Suchmaschinen. Und dann gibt es natürlich noch Spezialsuchmaschinen. Ich habe mal hier eine ausgewählt, die heißt suchmaschinendatenbank.de. Dort könnt ihr jetzt nach anderen Suchmaschinen suchen, zum Beispiel nach Suchmaschinen für Kinder oder nach Suchmaschinen für Sport und so weiter. Also immer dieses Prinzip, es gibt diese einfache Suche. Und diese einfache Suche, also diesen Suchstring, den kann man jetzt noch verfeinern, zum Beispiel indem man, ich mache das mal hier Anführungszeichen davor und dahinter schreibt, das heißt, er sucht jetzt wirklich nach Arno, Leerzeichen, Burger und nicht mehr nach Arno und nach Burger. Und da ist es so, dass das in Google sehr gut gelöst ist, weil es nicht nur diese einfache Suche gibt, sondern wenn ihr hier mal auf das Rad klickt, dann gibt es hier auch eine erweiterte Suche. Und durch die erweiterte Suche muss man sich gar nicht so viele Dinge für den Suchstring, wie zum Beispiel Minus zum Ausschließen oder Anführungszeichen für Ausdrücke und Ähnliches merken, sondern man kann sich das hier durchlesen, kann die Sachen an der entsprechenden Stelle eingeben, also zum Beispiel genau diese Wort- oder Wortgruppe enthält. Und wenn man dann auf erweiterte Suche klickt, dann macht er mir die Anführungszeichen von selbst hin. Das wäre hier ein Vorteil, den habt ihr jetzt zum Beispiel in Bing oder Ecosia oder in anderen Suchmaschinen oft nicht. Allerdings in Outlook zum Beispiel gibt es das auch. Also ich habe die einfache Suche, ich habe die erweiterte Suche, ich habe diesen Suchstring und damit kann ich meine Suche weiter verfeinern. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sehen will, was gibt es über mich und zum Beispiel Microsoft 365 und ich drücke die Enter-Taste, dann sehe ich, da gibt es alle möglichen Videos auf YouTube. Ja, dann gibt es einen Blog, der auf meiner eigenen Homepage ist. Und wenn ich dann noch weiter blätter, dann finde ich zum Beispiel hier noch Bücher. Da schaue ich gerade mal rein. Und dann seht ihr, ich habe jetzt die Seite und vielleicht sehe ich gleich, dass hier Arno Burger steht. Aber wenn ich jetzt Steuerung F drücke, dann komme ich in die Suchfunktion dieses Browsers. Also ich bin jetzt nicht mehr in der Suchmaschine und hier kann ich den Namen eingeben und dann wird mir der nochmal hier gesucht. Das ist vor allem gut, wenn es eine sehr lange Seite ist, auf der jetzt der Begriff vielleicht irgendwo am Ende vorkommt, dann kommt ihr damit sehr schnell dorthin. Und ihr seht hier, ich schreibe mit der Sigrid Hess zusammen ein Buch. Das wird im Juli ungefähr rauskommen und es geht um Microsoft 365 und die Zusammenarbeit in der Cloud, erschienen in der Reihe für Dummies. Also die Suche, wenn ich nochmal zurückgehe zu unserer Übersicht, ich wähle das Werkzeug, Bing, Google, was auch immer. Ich gebe die Suchanfrage ein, ich habe die Trefferliste, dort kann ich noch verfeinern, ich bewerte die Treffer, ich rufe die Treffer auf und kann dann dort mit Steuerung F noch suchen. Und vielleicht noch eine Sache zum Verfeinern, die man eben oft findet, das wäre das hier. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte von den Dingen, die ich hier sehe, primär Videos sehen oder Bücher. Oder ich kann auch sagen, ich möchte noch einen Suchfilter einschalten. Ich möchte eben nur die Dinge, die im letzten Monat erschienen sind. Und so kann ich sowas immer mehr einschränken. Und dieses Grundprinzip ist jetzt gleich in Outlook zum Beispiel. Ich wechsle mal zu Outlook. In Outlook habe ich diese Suche hier oben. In älteren Versionen bzw. ohne Microsoft 365 findet ihr diesen Suchbereich auch hier. Und wenn ihr da reinklickt in die Suche, dann entsteht, man sieht es erstmal nicht richtig, hier hinten sozusagen die Verfeinerung. Das heißt also, ich kann jetzt mal hier einen Namen eingeben. Ich gebe mal Burger ein. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier sagen, ich möchte nur E-Mails, die von einer bestimmten Person, vielleicht von Arno Burger kommen oder die Anlagen haben oder Ähnliches. Da gehe ich aber mal noch genauer drauf ein. Was ich euch hier vor allem zeigen will, ist in den Suchtools. Da seht ihr einmal, es gibt hier einen Indizierungsstatus, also Outlook arbeitet auch mit einem Index. Und es gibt hier auch die erweiterte Suche. Und in der erweiterten Suche könnt ihr jetzt sehr viel genauer nach bestimmten Elementen suchen, habt weitere Suchoptionen auch nach Kategorien und nach Wichtigkeit und Ähnlichem. Also auch hier dieser Unterschied, einfache Suche, erweiterte Suche und auch der Index.
Und wenn man das im Windows Explorer anschaut und zum Beispiel in einen Ordner geht, dann seht ihr, hier gibt es auch diese einfache Suche. Und wenn ihr in dieser einfachen Suche gesucht habt, habt ihr auch hier wiederum das Verfeinern dieser Suche. Aber zum Windows Explorer habe ich ja schon mal ein extra Video gemacht. Ja, das waren die Grundprinzipien und so ein bisschen die Übertragung auch auf andere Bereiche. Wichtig ist, dass ihr euch klar macht, beim Suchen geht es letztendlich immer darum, dass es einen Datenbereich gibt, ne, World Wide Web oder die Dateiablage, und dass dann darin in einem bestimmten Prinzip gesucht wird, bei der Dateiablage vielleicht ohne Crawler und Speicher der Suchmaschine direkt mit Index oder eben auch Outlook so. Das heißt also, es gibt sozusagen einen Datenbereich, in dem gesucht wird, und dort wird die Suche über die Suchmaschinen im Prinzip vorbereitet, damit wir, wenn wir dann hier hinten eingeben und etwas suchen, sehr schnell ein Ergebnis haben. Wenn euch beim Ausprobieren jetzt Fragen auftauchen, Sachen, die irgendwie euch komisch vorkommen oder die sich anders verhalten, als ihr das erwartet, oder ihr hättet gerne noch, wie sucht man eigentlich in OneNote oder wie sucht und ersetzt man in Word, dann schreibt mir das gerne noch in die Kommentare. Ich habe im Moment noch auf dem Plan die Suche im Index im Windows Explorer, beziehungsweise wie funktioniert der, und auch schon die Frage, wie sucht man eigentlich in Bing in den eigenen Arbeitsdaten. Das ist nämlich eine Besonderheit, die, glaube ich, in den nächsten Jahren noch eine große Wirkung entfalten wird. Also schreibt eure Fragen in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch und abonniert auch den Kanal. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schöne Weihnachten und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.